herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Foot Draft Challenge. Ich habe einfach mal bei Facebook gefragt, welche Challenge ihr denn gerne sehen wollt. Und dort hat das Kommentar gewonnen, bei dem ich geschrieben habe, dass ich einfach mal das allerschnellste Foot Draft machen will. Und dort habe ich dann 3 Sekunden Zeit, um mir einen Spieler auszuwählen. Ich werde das so machen, wenn ich dann alle Spieler sozusagen sehe, also wenn der letzte Spieler aufgeploppt ist, dann habe ich ungefähr 3 Sekunden Zeit, um einen auszusuchen. Falls es jetzt nicht ganz genau ist, dann dürft ihr mir auf jeden Fall nicht böse sein. Ich habe jetzt keinen Timer bei der Hand. Das wäre einfach viel zu kompliziert und umständlich. Und wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Heute ist ja Samstag, wo ihr das Video schaut. Und gestern am Freitag, dem 13. Wisst ihr, was da passiert ist? Wir haben in der Schule die Deutschschularbeit zurückbekommen. Also Deutschklausur, glaube ich, heißt das dann in Deutschland. Und ja, auf jeden Fall 2-stündige Schularbeit, 2 Texte. Und ja, auf jeden Fall, was war dann das Ergebnis? Wir sind 28 Leute in der Klasse und es gab 13 nicht genügend. Und wenn das nicht ein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht weiter. In der Nebenklasse gab es auch 13 nicht genügend. So, das ist irgendwie schon eine sehr, sehr komische Story. Freitag der 13. 13-5er in beiden Klassen. Das ist schon sehr, sehr verdächtig. Das muss man schon so sagen. Illuminati confirmed. Ich will ja nichts sagen, aber gut. Ich hatte einen Dreier, falls es wen interessiert, und bin somit glimpflich davon gekommen. Und jetzt starten wir endlich mit der Challenge. Und falls ihr natürlich bei der nächsten Abstimmung nicht fehlen wollt, dann solltet ihr den Link zu Facebook in der Beschreibung abchecken und dort eben einfach meine Seite ein bisschen verfolgen. Dort werde ich öfter solche Abstimmungen machen, um die Videos dann eben mehr auf euch abstimmen zu können. Und ja, in der Videobeschreibung ist auch noch der Link zu MMOGA, meinem Partner, wenn ihr dort was braucht, sozusagen FIFA Points, PSN Cards, Microsoft Points, Game Keys und Game Cards, dann könnt ihr dort eben gerne vorbeischauen. Und dann starten wir jetzt direkt mit den Aufstellungen. Und hier haben wir eben schon die Aufstellungen, die habt ihr ja schon gesehen. Und ich muss mich jetzt einfach mal für eine entscheiden, denn da ist es eigentlich ziemlich egal. Das habe ich jetzt mehr oder weniger verplant, hier die 3-Sekunden-Regel einzuführen oder beziehungsweise zu verwenden. Ich würde sagen, wir nehmen diese Formation. Die sieht ziemlich nice aus, und beim Kapitän haben wir nur 3 Sekunden Zeit. Das dürfen wir nicht vergessen. So, und die Kapitäne sind, ich werde nehmen Sanchez. Ich wollte nicht Ronaldo nehmen, weil alle Leute immer sagen, Ronaldo, nimm nicht immer Ronaldo oder Messi. Das ist irgendwie ziemlich langweilig. Sanchez ist eine richtig geile Karte. Ich denke, die Wahl war gar nicht mal so schlecht. Und im zentralen Mittelfeld bekommen wir Ramsey. Oder vielleicht einen anderen Spieler. Wir bekommen, ist da einer von der BBL? Wir nehmen Thiago. Ich glaube, es war jetzt keiner dabei aus der BBL. Thiago ist aber kein schlechter Spieler. 4 Sterne. Skills hat er natürlich auch am Start. Wir machen direkt weiter mit dem linken Verteidiger. Wenn da jetzt Alaba kommt, dann werde ich den ohne nachzudenken nehmen. Und ich nehme Clichy. Ich glaube, das war eine falsche Entscheidung. Ich glaube, da war Moreno auch noch auf der Seite. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ihr müsst das verstehen. Ich habe hier nun wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Muss mich dann auf die Schnelle für einen Spieler entscheiden. Wir schauen weiter. Mangala wäre eine optimale Wahl. Einfach ein Spieler aus der BPL. Oder ja, Koscielny ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Der kommt ja sogar aus Frankreich. Und somit haben die da auch schon eine gute Chemie. Ist eine richtig geile Karte. 79er Tempo, 86er Defending und 78er Physis. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt hoffen wir natürlich auch wieder auf einen Spieler aus der Barclays Premier League. Und da ist keiner dabei. Wir nehmen Knoche. Keine Ahnung wieso, aber ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch vorhin nicht erwähnt, die Ersatzbank und die Reservebank werden wir automatisch zuweisen. Das heißt, die Spieler werde ich nur einwechseln, aber darf sie nicht in die Startelf einbauen. Und ja, dann machen wir direkt weiter mit dem rechten Verteidiger. Und jetzt habe ich gar keine Ahnung, welchen Spieler ich denn da gerne hätte. Wir nehmen Walker aus der BPL. Das passt jetzt irgendwie nicht ganz so gut hier mit Knoche. Den habe ich irgendwie nicht gut gewählt, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass da jetzt keiner aus der BPL dabei war. Wir schauen uns einfach direkt den Keeper an. Und hier wäre Peter Cech perfekt. Wir nehmen Valdez, weil er einfach aus der Barclays Family kommt und somit nicht null Chemie hat. Und dann schauen wir uns direkt den ZDM an. Vielleicht kommt da ja auch einer aus der Bundesliga. Ja, Johannes Geist, den können wir auf jeden Fall nehmen. Das sieht schon richtig gut aus. Das war auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und dann machen wir direkt den nächsten Spieler. Jetzt wäre natürlich wieder einer aus der Bundesliga optimal. Oder, ja, Schweinsteiger. Schweinsteiger passt ja optimal ins Squad. Das passt richtig gut mit Walker und mit Geist. Somit ist hier keiner auf null Chemie, was auch ziemlich wichtig ist. Wir schauen uns den rechten Flügel an. Hier könnte natürlich der einzig wahre Lionel Messi auftauchen. Wir bekommen ihn nicht. Wir nehmen Ibabo BPL. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal genommen. Und wir kommen zum allerletzten und entscheidenden Spieler. Wir stehen bei, 80er bei einer 80er Bewertung, bei einer 72er Chemie. Und jetzt schauen wir uns den letzten Spieler an. Einer aus der BPL wäre optimal. Vielleicht auch ganz, ganz klar einfach ein Aguero. Das wäre sowas von genial. Wir schauen rein und wir bekommen Mané ist aus der BPL, das passt. Mané ist ein starker Spieler, 91 Tempo, 73 Shooting und 4 Sterne Skills. Ich denke, das Team ist eigentlich ganz okay, das muss man eigentlich so sagen.
Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht erwartet, weil man ist ja schon sehr unter Zeitdruck, aber 3 Sekunden reichen da eigentlich ziemlich aus. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal auch mit 2 Sekunden machen. Und wie gesagt, könnt ihr natürlich auch immer gerne eure Challenge-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das immer durch und dann wird die nächste Food Draft Challenge vielleicht auch mit eurer Challenge sein. Und jetzt schauen wir uns dann noch die Reservebank an. Da machen wir jetzt hier Team vervollständigen und hoffen nochmal auf eine geile Karte. Die dürfen wir alle einwechseln. Oh mein Gott, Reus Inform ist eine richtig kranke Karte. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt schon wen einwechseln darf. Aber ich würde sagen, eher nicht, weil es kommt sowieso keiner auf Null Chemie. Das Team sieht nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Reus ist richtig krank. Neymar tun wir natürlich noch auf die Auswechselbank. Hamsik kann man auf jeden Fall auch mal austesten. Ich würde sagen, den geben wir für Gaetan rein. Torhüter haben wir auf jeden Fall auf der Ersatzbank mit Trapp. Und dann ist das auch schon das vervollständigte Team. Ja, wenn euch das Ganze so gefällt, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir starten jetzt direkt ins Game. Wir werden eine Partie spielen und ab geht's. Und natürlich habe ich wie immer den Manager vergessen auszuwählen und wir nehmen jetzt einfach den aus der BBL, denn wieso sollten wir uns die Chemiepunkte nicht dazu nehmen? Das kann ja nicht schaden. Und ja, wir starten jetzt direkt rein. Das ist unsere Food Draft Übersicht. Wir haben eine 170er Mannschaftsbewertung, was für so eine Challenge auf jeden Fall nicht allzu schlecht ist. Eine 87er Chemie, das gefällt mir auch ziemlich gut. 83er Teambewertung und sonst haben wir Topspieler Neymar, Sanchez Inform und Koscielny Inform und wir starten jetzt direkt rein ins Spiel. Unser Gegner spielt mit diesen rot-weißen Trikots, wir mit unseren schwarzen Bayern München Trikots und ich bin gespannt, was der Gegner für ein Team hat. Oh mein Gott, er hat Neymar als 90er Inform, dann hat er leider einen rechten Flügel im Sturm, das heißt, der kommt nicht auf die volle Chemie, Wähler kommt auch nicht auf die volle Chemie, Turm Inform ist aber auch eine richtig geniale Karte. Er hat aber auch einen Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung und zwar Abeloa, aber sonst sieht das Team eigentlich schon ein bisschen besser aus als unseres, würde ich mal behaupten. Und wir starten direkt rein ins Spiel und sehen uns bei der ersten guten Situation. Nein, bitte nicht, Neymar kommt nochmal ganz glücklich an den Ball. Top-Parade unseres Keepers, bitte halt ihn nochmal. Sehr gute Parade von Valdez. Das war schön gespielt und jetzt nochmal ganz raus und da ist Ibarbo, aber der setzt den Ball leider übers Tor. Oh mein Gott, das hat er richtig krank gemacht und dann steht's verdient 1:0, das muss man sagen. Die Partie ist ausgeglichen, aber das Tor hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Komm jetzt Ibarbo. Ibarbo kommt hier richtig schön durch. Ibarbo wird gefoult und das müsste im echten Leben eigentlich eine rote Karte geben. Im FIFA ist es, denke ich, aber wieder nur eine gelbe Karte. Und den Freistoß wird jetzt Johannes Geis in den Winkel setzen. Der könnte nicht schlecht aufs Tor kommen, aber der Tormann hält den Ball. Wir werden wechseln und zwar werden wir Marco Reus in den Sturm stellen. Dafür kommt man nie raus und damit erhoffe ich mir neuen Schwung im Sturm. Oh mein Gott, was war das für ein Schuss, Mann. Das war ein richtig schöner Pass von Marco Reus, dafür habe ich ihn eingewechselt. Jetzt haben wir hier Sanchez, der macht den Spin leider in die falsche Richtung. Geht jetzt aber nochmal über außen und bringt die Flanke. Dort steht einer und der macht den Ball nicht rein. Der Ball geht kurz auf Sanchez. Sanchez jetzt mit dem Roulette ist jetzt, denke ich, vorbei. Ja, Sanchez ist vorbei. Sanchez mit dem Finesse-Shot. Sanchez, der Ball wird abgefälscht. Und jetzt haben wir mal das Glück und es steht in der 41. Minute 2:1. Ja, Freunde, zur Halbzeit steht es 2:1 für den Gegner. Wir haben hier auf jeden Fall keine schlechte Partie abgeliefert. Der Gegner spielt aber auf jeden Fall nicht schlecht. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber ich werde natürlich jetzt alles geben, um dieses Ding noch umzudrehen. Jawohl, Sanchez setzt sich hier mit ein bisschen Glück durch und holt sich den Ball wieder. Marco Reus jetzt außer Distanz. Marco Reus, aber Beto ist zur Stelle. Oh mein Gott, der steht da einfach vollkommen frei und den Ball macht er zum Glück nicht. Ibarbo bringt einfach mal die Flanke. Dort steht Reus. Marco Reus kommt nicht an den Ball. Nein, bitte nicht, er macht das 3:1. Das war einfach auch extrem schlecht von mir verteidigt, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Oh mein Gott, was war das für ein kranker Pass auf Ibarbo? Der leitet weiter auf Sanchez und der kann sich nicht durchsetzen. Komm, Johannes Geis, Johannes Geis, aber der Tormann hält den Ball schon wieder. Neymar, mit dem Tor. Oh mein Gott, was war das? Ja, genau, und Neymar ist schon wieder durch und jetzt sweatet er auch noch so ein... Sanchez, probiert's nochmal und der ist drin. Oh mein Gott, 5:2, da geht noch was. So, und wir wechseln nochmal, wir geben Schweinsteiger raus und hauen jetzt einfach mal den Hamsik rein. Neymar kommt auch noch rein und zwar für Geist, denn wir müssen jetzt einfach mehr in die Offensive tun. Reus leitet schön weiter und bekommt den Ball gleich nochmal und zwar jetzt. Reus, bitte setz dich durch. Reus könnte nochmal an den Ball kommen, dafür haben wir jetzt aber Neymar, den neuen Mann und der wird umgeschnitzt.
Und jetzt warte ich, bis er rübergeht. Er geht ins Tor. Wir spielen ihn kurz auf den Mitspieler. Und der haut den jetzt bitte rein. Aber er macht ihn nicht. Das war Koscielny. Ja, und jetzt macht er auch noch das 6:2. Was war das für eine Scheißparade von Waldes? Mann, das kann's einfach nicht sein. Wegen sowas verliert man Spiele. Ja, Freunde, die Partie ist vorbei. Wir werden mehr oder weniger abgeschlachtet. 6:2 endet das Spiel. Aber der Gegner war auch extrem stark, hat aber auch natürlich am Ende dann einfach hinten rumgespielt. Wir sind auf totaler Angriff gegangen und dann hat er uns natürlich die Kontertore gemacht. Und ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Vergesst nicht, Challenges in die Kommentare für die nächste Footdraft-Challenge zu schreiben. Da werde ich auf jeden Fall drauf schauen und vielleicht beim nächsten Mal euren Kommentar beachten. Und dann verabschiede ich mich. Mich würde es freuen natürlich, wenn wir vielleicht 70 Daumen nach oben knacken würden. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage euch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.